Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weltbild liest. Mein Name ist Lea Kaib und ich freue mich ganz besonders, Sie heute in Ihrem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen. Wir machen nämlich heute eine ganz tolle Sendung und ich freue mich auch sehr, weil das Thema heute ist Mut. Wir sprechen heute mit Medina und Timon Roya von Vanilla Mind über das Mitmachbuch, ich habe es auch schon hier, Trau dich, Mut steht dir. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie während der Sendung live kommentieren, liken, Fragen stellen. Sie haben auch die Möglichkeit, den beiden AutorInnen heute exklusiv Fragen zu stellen, die wir dann in der Lesepause beantworten werden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal direkt rüber zu Melina und Timon. Wie gesagt, die zwei sind heute zu Gast, es sind die Gründer von Vanilla Mind. Bekannt sind die beiden unter anderem durch ihre Bücher sowie den Podcast Still und Stark. Da wollen wir natürlich heute auch drüber quatschen. Die zwei zeigen, dass jeder mutig sein kann und Selbstvertrauen erlernbar ist. Und ich freue mich wirklich darauf, mit dem Mitmachbuch Trau dich, Mut steht dir, heute darüber zu reden. Wir rufen zur inneren Stärke auf und machen heute Ihnen da draußen so richtig Mut. Also, herzlich willkommen, Melina und Timon. Hi. Grüß dich, Lea. Dankeschön für die liebe Begrüßung. Schön, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Melina, zeig doch mal, was du auf deinem T-Shirt stehen hast. Ja, das musste heute einfach sein. Ja, perfekt. Ja. Ich würde jetzt lieber lesen. Richtig gut. Genau, den Gag wollte ich mir heute mal nicht nehmen lassen. Klasse. Ja, wie geht's euch beiden denn? Was habt ihr heute so gemacht? Hattet ihr einen guten Tag bei der Hitze? Ja, also das Wetter gibt sich heute in Lübeck nochmal so richtig Mühe. Und genau, wir haben auf jeden Fall draußen Mittag gegessen und ein bisschen langsam gemacht. Und, ja. Das klingt doch super. Ja, ich würde sagen, bevor wir über euer Buch gleich reden, stellt euch doch mal so ein bisschen vor. Also ihr seid ja nicht nur Autoren. In erster Linie seid ihr ja beide Vanilla Mind. Was ist das denn eigentlich? Ja, es ist ganz, ganz witzig, die Geschichte jetzt so nach und nach zu erzählen, wie wir zu diesem Namen gekommen sind. Weil ich wollte damals einfach meinem Blog Baby irgendeinen Namen geben, damit ich nicht meinen Klarnamen nehmen muss. Das war mir damals unglaublich wichtig, irgendwie nicht mit meinem echten Namen was anzufangen, weil ich unglaublich Angst hatte. Es ist jetzt, Mann, das ist schon echt viele Jahre her mittlerweile. Ich glaube 7 Jahre, ne? 2014, wow. Ende 2014 habe ich den Blog gegründet. Einfach, weil ich gerade frisch selbstständig geworden bin und meinen Job aufgegeben hatte und ich wollte irgendein Projekt nebenbei starten. Und ich habe dann erstmal angefangen, so über Produktivität und Selbstorganisation zu schreiben. Und irgendwann merkte ich aber so, nee, eigentlich musst du darüber schreiben, wo der Schuh wirklich drückt. Und das war meine Schüchternheit. Und es fiel mir einfach unglaublich schwer, zum Beispiel auch auf neue Kunden oder Kundinnen zuzugehen. Und ich habe dann angefangen, das mit in den Blog zu integrieren und zu schauen, hey, was kommt da für ein Feedback? Sind da draußen mehr Menschen, die dieses Thema bewegt und das Gefühl haben, boah, ich weiß gar nicht, wie ich da diese Hürde überwinden soll. Und so ging das mit Vanilla Mind los, genau. Und genau, Vanilla Mind ist eigentlich sogar in so einem Brainstorming mit dir entstanden, ne? Du hattest, glaube ich, den... Ja, wir haben, also ist mal, wenn man sich fragt, was bedeutet das und warum haben wir das überhaupt gemacht? Also es gibt verschiedene Arten, das natürlich auszudrücken. Man sagt ja, Vanilla ist natürlich ein Geschmackswort und man sagt das, oder im Englischen hat man gesagt, ja, es ist plain vanilla, also einfach gewöhnlich. Das kann man natürlich einerseits sehen. Das andere ist aber auch, was ich dahinter sehe, ist eben, das hat einer meiner Mentoren mal gesagt, the world wants you to be vanilla. Also die alle um dich herum pushen dich, dass du doch irgendwie so bist, wie du, wie sie das haben wollen von dir. Und sobald du das machst, verlieren das Interesse an dir. Und das ist das eigentlich, was ich sehe, dass man sagt, okay, man muss für sich einstehen, man muss sagen, was man möchte, was man benötigt, um nicht einfach unterzugehen in der Masse von, ja, ich sag mal, von gleichem Brei halt einfach. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil, ich sag mal, wenn man nur macht, was andere wollen, verliert man sich selber dabei. Und dann hat man zwar vielleicht oberflächlich die Anerkennung, aber innerlich ist man völlig trostlos und leer danach halt. Und deswegen... Ja. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Es verselbstständigt sich natürlich, aber das ist so die Anfangsgeschichte dahinter. Absolut. Also ich finde es total schön, dass der Name auch eine Bedeutung hat und da was hintersteckt. Das war echt schön, das auch mal zu erfahren. Ihr beide, ihr setzt euch ja vor allem auch dafür ein, dass stillere Menschen gehört werden. Seid ihr beide denn eher stille oder introvertierte Menschen? Das beantworten wir jetzt mit einem Schweigen.
Ja, das ist ganz witzig. Also bei mir treffen so zwei Eigenschaften zusammen, die man so mit diesem Thema still verbindet. Ich finde es immer ganz wichtig, so ein bisschen zu trennen, weil Schüchternheit nicht das gleiche wie Introversion Klar. ist. Gerade introvertierte Menschen finden das ganz furchtbar, wenn jemand auf sie zukommt und sagt: Oh Mann, ne, sei mal nicht so schüchtern, sag doch auch mal was. Und die denken: Was ist jetzt los? Ich habe nur einfach gerade zugehört. Ne? Ich wollte gerade gar nichts sagen. Aber bei mir ist es tatsächlich so: Also, ich bin schüchtern und introvertiert. Also, das eine bei Introversion ist, wie man seine Energie bezieht. Also, ob ich eher auftanke, wenn ich so für mich sein kann, oder ob ich in der Gruppe auftanke, das ist so der Unterschied. Und die Schüchternheit kommt da noch oben drauf. Das sind so diese sozialen Ängste, wenn man sich zum Beispiel sehr viele Gedanken vorher macht: Oh, wie komme ich gerade rüber? Oder denken die jetzt schlecht von mir? Oder klang ich gerade kompetent genug? Solche Sachen. Das sind so diese sozialen Ängste, die noch oben drauf kommen. Das ist so, weswegen ich ein stiller Mensch bin. Bei Timon ist es ein bisschen anders. Ja, das ist für mich eine Erkenntnis, die ich eigentlich erst, ich glaube, letztes Jahr oder so hatte ich das in einem Buch gelesen, was mir auch so ein bisschen geholfen hat, das besser zu verstehen. Das eine ist ja, was Melina schon sagt, dass man sagt, man ist introvertiert, man tankt auf, wenn man für sich sein kann und man gibt Energie ab in dem Moment, wo man mit vielen Leuten zusammen ist. Wobei Einzelgespräche durchaus natürlich auch aufbauend sein können. Das Interessante ist aber, weil man ja sagen kann, naja, dann trainiere dich halt um, gewöhn dich dran oder so. Das Interessante ist, dass die Forschung zum Teil dahin weist, dass das was mit dem Dopaminlevel im Gehirn zu tun hat. Also das Dopamin, das ist ein Wohlfühlhormon. Und in dem Moment, wo man da genug hat, fühlt man sich gut. Wo man aber zu viel hat, ist das wie mit Alkohol, man fühlt sich überreizt, einem geht es nicht mehr gut. Und das Interessante ist, dass introvertierte Menschen, also mit der Tendenz zur Introversion, das ist ja ein Spektrum, dass die in dem Moment eine schnellere Sättigung haben. Die sind schon zufrieden, die sind happy. Und dann kommt noch was obendrauf und obendrauf, wo der Extravertierte dann einfach sagt, ey, ich brauche noch mehr, weil ich merke hier noch gar nichts und ich fühle mich noch nicht gut. Und das zu verstehen, das hat mir geholfen, auch zu akzeptieren, es ist okay, wie man ist. Und es gibt auch einen guten Grund. Und das kann ich besser erklären, als irgendwie zu sagen, ja, ich möchte in Ruhe gelassen und sagt, nee, mir geht's gut, ich bin gerade glücklich. Nimm mir mein Glück nicht weg in dem Moment, wo ich eine Situation finde, die mich zufrieden macht halt. Ja, also ich merke schon, das wird heute ein Mega-Gespräch. Ich finde das total interessant. Als ich euer Buch gelesen habe, habe ich auch super viele Erkenntnisse gewonnen. Da wollen wir natürlich auch so ein bisschen heute drüber reden, was man alles aus dem Buch lernen kann. Und ihr hattet ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, woher das Thema Mut überhaupt kam. Melina, du meintest ja, dass du vor allem im Kundenkontakt viel Mut brauchtest. War das dann tatsächlich auch der Ansatz, bei dem ihr gesagt habt, okay, lass uns doch so ein Mutmachbuch zusammenschreiben? Ja, das ist ganz interessant. Es ist eigentlich immer, diese Bücher sind eigentlich immer so zu uns gekommen. Also wir haben nie gesagt, oh komm, lass uns mal ein Buch schreiben oder so, sondern wir wurden immer von ganz tollen Verlagen einfach gefunden, die dann gesagt haben, hey, wir können uns vorstellen, dass das ganz viele Menschen berührt und wollt ihr dazu vielleicht mal was machen oder so? Und so ist das dann gekommen. Also, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, das war 2016, und im Traum hätte ich mir nicht vorstellen können, mal Buchautorin zu sein. Und tatsächlich ist es heute das, was ich eigentlich sogar am liebsten mache. Also ich habe durch Zufall quasi meinen Traumjob dadurch noch gefunden, weil es einfach so schön ist. Und so ist das quasi einfach ins Rollen gekommen. Also ich hatte, wie gesagt, mit dem Blog angefangen, und der ist das Sprungbrett so für alles gewesen, was ich heute jetzt mache. Also praktisch gesehen, das Buch haben wir eigentlich Julia Buck zu verdanken, unserer Lektorin, Hallo Julia, sie ist heute dabei. die uns angesprochen hat, beziehungsweise Melina angesprochen und sagt, Mensch, ich sehe hier, dass das Thema Mut belegt ihr hier nicht ganz gut und wir sind gerade dabei, was in der Richtung zu entwickeln und hättet ihr nicht Lust, das zu machen. Also von daher bin ich auch immer sehr dankbar für die ganzen Menschen, die da draußen sind, darauf positiv reagieren und dann eben auch Eigeninitiative wieder ergreifen und sagen, hey, können wir nicht irgendwas zusammen machen? Also das ist eine ganz tolle Sache eben auch, dass man nicht mal für das eigene Ding immer nur selber kämpfen muss halt. Genau. Ja, super schön. Also ihr bewegt quasi die ganze Welt und könnt Leute dazu motivieren, ein bisschen aus sich rauszukommen. Sie da draußen können natürlich auch gerne ein bisschen aus sich rauskommen und uns ein paar Fragen und Kommentare im Chat dalassen. Wir reden auch gleich noch ein bisschen was über das Buch, aber ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal die erste Lesestelle, die ihr vorbereitet habt. Und da geht es ja Ja. auch um Mut. Ja, das ist, also ich meine, das Interessante ist ja bei so einem Buchschreiben auch immer, wie fängt man an, wie kommt man da rein? Und das ist tatsächlich das, was ich hier am Anfang habe ich das zusammen mit Melina geschrieben, das ist so das eigentlich, was wir allen sagen möchten. Von daher ist es eigentlich auch schön, dass ich es mal mit der eigenen Stimme vorlesen kann. Und zwar, das Buch beginnt: Hallo du, wir freuen uns riesig, dass du dich mit diesem Buch auf die aufregende Reise zu mehr Mut begeben möchtest.
Wir alle brauchen jeden Tag Mut. Mut für uns selbst und für diejenigen, die wir lieben. Für den grauen Alltag und für die großen Momente, die unser Leben verändern können. Mit Mut wird das Leben schöner, freier und bunter. Aber viel zu oft winkt er uns aus der Ferne zu und geht dann einfach so an uns vorbei. Trau dich, Mut steht dir, ist dein Mitmachbuch. Es ist der liebe kleine Anstoß von einer Freundin oder einem Freund, der fest an dich glaubt. Die Stimme, die dir Mut macht und sagt, fang an, du bist gut genug. Mach weiter, bald hast du dein Ziel erreicht. Hab keine Angst, du kannst jetzt loslassen. Steh auf, sag was, es ist Zeit, etwas zu ändern. Wir wünschen dir von Herzen den Mut, für das einzustehen, wovon du überzeugt bist. Melina und Timon von Vanilla Mind. Das ist unser Intro dazu. Und jetzt muss ich vielleicht noch so ein bisschen erklären, was ist Mut? Das machen wir dann auch gleich auf der nächsten Seite. Ich lese das auch nochmal vor. Was ist Mut überhaupt? Interessanterweise ist Mut gar kein Gefühl. Wir fühlen Angst oder Furcht und trotzdem erleben wir oft genau dann Momente, in denen wir plötzlich richtig mutig werden. Mut zeigt sich in der Bereitschaft, Ängste und Spannungen auszuhalten oder Einschüchterungen aus dem Umfeld zu überwinden, ob real oder nur gefühlt. Mut braucht ein gesundes Selbstvertrauen als Partner. Mut ist der Wille, für das einzutreten, was wir für richtig halten, selbst wenn wir dadurch Nachteile in Kauf nehmen müssen. Mut bedeutet, wieder aufzustehen, nachdem wir hingefallen sind. Mut entsteht, wenn wir ein klares Bild unserer Ängste haben, sie fest anschauen und Schritt für Schritt auf sie zugehen. Und plötzlich werden unsere Ängste kleiner. Mut bringt uns die Freiheit, nach der wir uns sehen. Mut ist eine Entscheidung. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen, dass es so ein bisschen am Anfang schon das Gefühl vermitteln halt, was dahinter steckt. Auf jeden Fall. Das hat mir auch schon direkt ein gutes Gefühl gegeben, weil ich fand, das waren so Sprüche alles, ne? Mut ist oder wie ist Mut? Die kann man sich ausdrucken und überall hinhängen. Und dann hat man jeden Tag so einen kleinen Mutmacher. Aber wie genau würdet ihr Mut denn definieren? Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen was gehört. Was ist so in einem kurzen und knackigen Satz für jeweils von euch Mut? Ja, schwierig, ne? Darf ich das mit einem Zitat beantworten? Weil ich habe das Lieblingszitat. Und also es ist wirklich meine persönliche Mutdefinition, aber sie hat es einfach so ideal auf den Punkt gebracht. Das Zitat ist von Marianne Radmacher und sie sagt, Mut brüllt nicht immer. Manchmal ist Mut die kleine Stimme am Ende des Tages, die sagt, ich versuche es morgen noch einmal. Und das ist für mich einfach, ja, also für mich persönlich ist das einfach so diese, was ich fühle, wenn ich das Wort Mut höre, dass Mut gar nicht immer dieser große Sprung ins kalte Wasser sein muss oder die ganz große Entscheidung, sondern dass Mut was Kleines ist, was man täglich braucht und sei es, um den einen Anruf zu machen zum Beispiel oder endlich diese eine Mail rauszuschicken und dass man in kleinen Schritten denkt. Ja, ich hatte es ja gerade zum Schluss gesagt, dieses Mut ist eine Entscheidung, ist tatsächlich so. Man sagt, ich mache das jetzt. Egal, wie ich mich jetzt fühle, ich mache das, weil ich tief in meinem Herzen davon überzeugt bin, dass es jetzt das wichtig ist, etwas aufzustehen, etwas zu sagen oder Nein zu sagen. Und von daher ist es wirklich für mich so ein Punkt, wo ich sage, ist natürlich mal, man kann das philosophisch betrachten, aber am letzten Ende ist es für mich eine Sache, ich muss mich entscheiden, mutig zu sein. Ich werde nicht Mut bekommen, sage ich, fühle mich ganz mutig, weil das finde ich interessant, wenn man so ein bisschen überlegt und sagt, den halte ich für mutig. Derjenige hat aber keine Ahnung, was er da gerade macht und sagt, das mache ich immer so, das kostet mich nichts. Dich selber kostet das aber die Welt. Und das ist eben, wo ich merke, halt, man kann nicht sagen, der hat Mut, der empfindet vielleicht nicht mal Mut dabei, weil es sein Tagesgeschäft hat. Absolut. Was würdet ihr denn sagen, wann wart ihr das letzte Mal richtig mutig? Neulich hatte ich noch eine gute Antwort darauf. Das hat mich neulich schon mal jemand gefragt. Aber jetzt muss ich ja wieder an gestern oder vorgestern denken. Wenn dir schneller was einfällt, bitte. Ja, also wo ich das merke, und das ist vielleicht für uns alle auch mal ganz hilfreich, ist Mut im Beruf zu haben. Weil ich denke, oft merken wir, dass da irgendwas schiefläuft, dass man irgendwas sagen müsste. Und dann denkt man sich, jemand anders wird es schon machen. Und mir ging das oft so, und das hat jetzt mich eigentlich die letzten Jahre immer begleitet, dass ich sage, ich mache das jetzt. Also entweder ich bin ja freiberuflich unterwegs, also letzten Endes immer so die Sache, also ich sage jetzt, was ich denke, und entweder schmeißen die mich raus oder die behalten mich. Also ich setze da wirklich alles auf einen Punkt und sage, es ist die Wahrheit, das muss jetzt gesagt werden. Und wenn es euch nicht gefällt, also ich sage es natürlich taktvoll, aber es ist eine Sache, wo ich sage, irgendjemand muss es sagen und es ist offensichtlich niemand anders außer mir, der das vielleicht auch so sieht.
Und da den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich sage jetzt mal, was ich hier wirklich sehe und was ich von dieser Situation halte und dass das für mich hier gar keinen Sinn ergibt und dass das der falsche Weg ist, das hat mich oft weitergebracht, als ich es gedacht habe, weil ich immer dachte, naja, morgen bist du raus, jetzt schmeißen sie dich raus und bist zu vorlaut oder sonst was. Und dafür hat es immer Mut gebraucht. Was ich aber auch gelernt habe, ist, mach das, und das ist vielleicht so ein bisschen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, das mache ich jetzt auch mal morgen, mach das nicht in der großen Runde, mach das in 4-Augen-Gespräche erstmal. Weil das ist, man will ja niemanden blamieren, aber es ist tatsächlich, man sagt, Mut zu haben, zu sagen, weißt du was, ich suche jetzt das Gespräch, ich suche den Kontakt und jetzt sage ich, was gesagt werden muss. Während du geredet hast, ist mir auch noch was eingefallen. Da merkt man aber auch, wie schwierig das ist, diese kleinen Mini-Mut-Ausbrüche auch wirklich im Alltag präsent zu haben und die zu würdigen. Ne? Also ich habe gestern eine Pitch-E-Mail verschickt, um uns ins Gespräch zu bringen für ein Podcast-Interview. Und das fällt mir immer schwer, diese Self-Promotion. Genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, wir lernen in eurem Buch ja auch den Ausdruck Mutausbruch, also den Schritt quasi mutig zu sein. Was gehört denn noch so zum Mut alles dazu? Wir lernen ja beispielsweise auch, dass das Thema Angst sehr wichtig ist, dass man nicht nur mutig ist, weil man angstfrei ist, sondern eher im Gegenteil, wenn man sich den eigenen Ängsten bewusst ist, dass man dann einen Mutausbruch haben kann. Könnt ihr uns dazu noch so ein bisschen mehr erzählen? Vielleicht können wir mal die Seite 10, 11 einblenden, wo es darum geht, ne, wofür brauche ich Mut? Weil das ist für uns auch eine wichtige Erfahrung gewesen, dass wir unsere Community gefragt haben, dass wir da einfach mal sehen, für was brauchen andere Mut? Und das finde ich sehr schön, weil es einem auch so vor Augen führt, das, was ich für mutig halte, ist für den anderen das nicht. Und das andere, was ich bei dem anderen sehe, sagt, ja, das, wow, hätte ich gar nicht dran gedacht. Und ich weiß nicht, willst du ein paar Sachen zitieren, wo du sagst, das ist dir besonders aufgefallen? Ich kann auch wirklich die nennen, die ich selber eingekreist habe. Also es ist eine Doppelseite, wo man einkreisen kann, wofür man gerade in dem Moment Mut braucht. Und bei mir habe ich zum Beispiel eingekreist, in meinem persönlichen Exemplar, jemandem die Meinung zu sagen, für meine Bedürfnisse einzustehen, für andere stark zu sein, Frieden mit mir selbst zu schließen, Selbstzweifel zu überwinden, stolz auf meine Leistung zu sein, auf mein Bauchgefühl zu hören, telefonieren, mich meiner Vergangenheit zu stellen, anderen meine Gefühle mitzuteilen, mir Fehler zu erlauben, Ängste loszulassen. Also das sind jetzt so meine. Aber es gibt noch viele, viele, viele mehr. Und das haben wir tatsächlich auch gefragt. Also wir haben im Vorfeld, in der Recherche haben wir, ich glaube, so um die 1000 Personen oder so haben wir gefragt. Also haben wirklich eine richtig dicke, fette Umfrage gemacht und auch gefragt, hey, wofür brauchst du gerade Mut? Und da haben auch ganz viele gesagt, zum Beispiel ich selbst zu sein oder Verantwortung zu übernehmen, andere um Hilfe zu bitten, allein zu verreisen, nicht vor Herausforderungen wegzulaufen, mich zu verlieben, das fand ich auch schön, die Antwort, einen Fehler zuzugeben, jemandem zu verzeihen, auch total wichtig, das braucht auch echt eine Riesenportion Mut, ja. Ein Risiko einzugehen. Also lauter solche Sachen, also die Seite, ne, ist voll mit Sachen. Ich glaube, das würde jetzt im Rahmen springen, nicht alle vorlese, aber auf jeden Fall, es sind ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen, wo sich, glaube ich, auch jeder in der einen oder anderen Situation selbst wiedererkennen kann. Absolut, und es sind vor allem auch schöne, kleine Aufgaben. Ich habe bei Mitmachbüchern immer so ein bisschen Angst, dass ich mich darin zu sehr verliere, dass ich zu viel Zeit mir einplane. Und ich fand, dass man wirklich bei euch auch sich einfach mal 20 Minuten hinsetzen konnte und dann hat man 20 Seiten gemacht und da ein bisschen gearbeitet. Und das fand ich ganz schön, dass das einem auch so ein schnelles Gefühl von Mut gegeben hat. Ihr habt ja gesehen, ich habe auch schon ganz viel eingekreist bei mir. Flugangst überwinden. Aber Melina, wir haben fast das Gleiche überall. Musste ich sehr lachen, gerade als du vorgelesen hast. Ah, nicht schlecht. Sehr viele Sachen waren, die ich angekreuzt habe. Und es fand ich sehr schön, dass man da eben auch so konzentriert und schnell und einfach mitmachen kann, ohne groß sich erstmal Vorwissen überhaupt anzueignen, weil das Vorwissen, das kriegt man ja durch euer Buch. Genau. Das denke ich mal, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns gewesen, dass es eben diesen lockeren, leichten Einstieg ist, wo man sagt, hey, ich mache jetzt mal die Seite auf, gucke mir das an und dann muss ich nur einkreisen, was mir irgendwie jetzt gerade, was ein persönliches Anliegen ist. Und dadurch merke ich eben auch, hey, das Buch hilft mir in meiner Situation. Weil manchmal ist es, das ist meine Erfahrung auch, wenn man versucht, Leuten was zu vermitteln, ist, diesen Transfer hinzukriegen. Das, was ich dir geben kann, welchen Wert hat es für dich? Und diese Seite bringt es gut zum Ausdruck und sagt, da finde ich mich wieder in dem Moment. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Aber dann habe ich mein Warum schon mal gefunden. Und das war für uns sehr wichtig, weil ansonsten ist es ja eher autobiografisch und das
holt halt nicht so viele ab halt, ne? Ja, weil ich halt, die Erfahrungen sind sehr vielfältig, wenn man Mut braucht. Es ist halt eine völlig andere Art vom Buch. Ne? Davor habe ich ein Sachbuch geschrieben, da ging es halt wirklich so ein bisschen um diese persönliche Reise. Aber das hier ist halt wirklich was, wo du einfach mittendrin anfangen kannst, kannst irgendwas ausfüllen, kannst da einfach reinpurzeln, wo du gerade bist. Und es soll Spaß machen. Und man muss es nicht durcharbeiten wie so ein Kurs. Ne? Und sagst, okay, jetzt habe ich auf Seite 1 angefangen, jetzt muss ich die nächste Seite machen. Und so. Ich kann auch mittendrin das Ding aufschlagen, lese zwei Seiten und habe was mitgenommen halt. Ne? Ja. Auf jeden Fall, also so ging es mir auch. Ich fand vor allem auch schön, dass es sehr unterschiedliche Aufgaben sind. Also manchmal was einkreisen, manchmal sollte man Sätze schreiben. Also es hat mich immer wieder aufgefordert, auch kreativ mitzudenken. Ich würde aber von euch gerne wissen, was war denn das Schwierigste überhaupt, dieses Buch zu machen? Vielleicht auch die schwierigste Aufgabe, die ihr den LeserInnen gestellt habt. Das ist die letzte Frage, finde ich vor allen Dingen spannend. Also auf die erste Frage hätte ich jetzt intuitiv geantwortet. Eigentlich fand ich die ganzen Umstände um das Buch herum sehr, sehr anstrengend, schwierig, weil wir privat auch sehr zu knabbern hatten in dem Jahr. Und deswegen gab es einfach auch Phasen, wo wir sehr, sehr energiearm waren und gesagt haben, man, also ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das Buch jetzt gerade schaffen sollen oder ja, wo man die Kreativität dann auch fehlte, weil man selber so erschöpft war. Und das fand ich persönlich sehr herausfordernd. Das hat jetzt gar nichts mit dem Buch selber zu tun, aber es war einfach so eine Phase, wo wir eigentlich selber gemerkt haben, boah, ey, wir brauchen echt viel Mut gerade. Also vielleicht mal, um einen Stichwort, um das greifbar zu machen, eine Sorge um Angehörige, um das Leben von Angehörigen. Und das in der Situation, wolltest du dann was zum Thema Mut schreiben? Ja. Und das war echt so eine Sache, wo du sagst, ja, eigentlich ist das irgendwie gar nicht der richtige Moment dafür, aber vielleicht ist es genau das. Das ist nämlich der Moment, wo du sagst, man schreibt ja in dem Moment aus der eigenen Erfahrung, sagt, wo finde ich jetzt den Mut weiterzumachen? Und für uns war das tatsächlich eine Sache, wo wir gelernt haben, ich meine, das Buch muss ja irgendwann mal fertig werden, trotzdem, dass wir dann gemerkt haben, okay, jeden Tag ein kleiner Schritt hat uns wesentlich weitergebracht, hat auch zu diesem Buch geführt, zu schönen Momenten auch, wo wir nachher stolz drauf waren, zu sagen, okay, guck mal, was wir geschafft haben, trotz schwerer Umstände. Und das ist halt auch einfach so ein Punkt, wo man merkt, manchmal steckt in einem mehr, als man denkt, weil man einfach ins Machen kommt und den Mut findet, weiterzumachen, nicht aufzugeben, wie das am Anfang von dem Buch auch steht. Die kleine Stimme, die sagt, morgen probiere ich es nochmal. Mhm. Und das bringt dann oft weiter als diese ganzen großen Schritte, diese eine große Situation. Oft sind es Kleinigkeiten, die zusammen zu sehr viel führen können. Genau. Und weil du gefragt hast, was vielleicht auch für die Leserinnen und Leser so mit die herausforderndste Aufgabe in dem Buch ist, würde ich tatsächlich so sagen, so mit eine von denen, wo man echt reingehen muss auch mal in diesen Wust von Ängsten, das ist so ab Seite 22, die Übung heißt Ängste sind Papiertiger und die geht auch so über ein paar Seiten, wo man halt wirklich angeleitet und an die Hand genommen wird, sich mit so einer schwierigen Angst mal auseinanderzusetzen. Mhm. Also wirklich die allergrößten Ängste mal aufzuschreiben und dann auch durchzugehen und zu bewerten. Ne? Was würde jetzt passieren? Hätte diese Angst dauerhafte Konsequenzen? Also hätte es dauerhafte Konsequenzen, wenn ich das jetzt mache? Ja, nein. Ne? Dann kann man das zum Beispiel anhand von einer Skala bewerten. 1, gar keine Konsequenzen. 10, dauerhaft negative Auswirkungen. Also das ist so eine Übung, die ich persönlich schon herausfordernd finde, ja. Auf jeden Fall, vor allem, weil man ja auch das persönliche Horrorszenario aufschreiben soll. Und da, als ich dann überlegt habe, okay, was ist mein persönliches Horrorszenario, da habe ich schon ganz schön gezittert. Also das war heftig, sich das mal so zu realisieren. Ne? Aber ihr habt ja nicht nur Aufgaben in eurem Buch. Ihr habt ja auch ein bisschen Text und vor allem habt ihr auch Interviews, was ich sehr cool fand, mit anderen Menschen, die auch eben erzählen, woher der Mut kommt und was es bedeutet für sie, mutig zu sein. Was für Menschen habt ihr euch denn da überhaupt für die Interviews an Land gezogen? Also sind das alles Leute, die ihr persönlich kennt oder sind das Leute aus der Mutmach-Szene? Also das ist ganz bunt gemischt. Also beziehungsweise ich habe einige Leute, die ich selber kenne aus meinem Umfeld, habe ich gefragt, weil ich weiß, dass sie sich mit dem Thema auch selbst beschäftigen. Zum Beispiel habe ich eine Psychologin gefragt, hey, magst du mal erzählen, was zum Beispiel auch dein persönlicher Mutmacher ist? Das finde ich auch immer cool, weil als Psychologin gibt sie natürlich ohnehin sehr viele Tipps, aber ich wollte auch einfach wissen, was ist denn so dein persönlicher Mutmacher? Was machst du denn, um dich selber besser zu fühlen? Das habe ich zum Beispiel gemacht oder dann auch noch meine Kollegin Ilka, die ist selber auch eine Mutmacherin, schreibt auch ganz viel über Selbstvertrauen und
spricht darüber. Und die habe ich auch interviewt. Das ist auch die Lesestelle, die nachher noch kommt. Und wir haben aber auch aus der Umfrage, die wir gemacht haben, eine Leserin gefragt, hier, dein Text war so klasse, dürfen wir den in unserem Buch veröffentlichen? Also das sind so Interviews, da haben wir auch unsere Leserinnen direkt angesprochen, hey, dürfen wir das abdrucken lassen? Super schön. Ich würde sagen, wir hören jetzt auch mal weiter, nämlich Angst und Mut gehören zusammen. Genau, ja, da hatten wir ja schon vorhin ganz viel drüber gesprochen, genau, dass eben Mut nicht bedeutet, dass die Angst abwesend ist. Und da lese ich mal, welche Seite waren das nochmal? 13, 14? 14, 16. Ah ja, genau. Angst und Mut gehören zusammen. Viele Menschen glauben, sie könnten erst mutig sein, wenn sie angstfrei sind. Das ist ein großer Irrtum und er führt dazu, dass wir völlig überzogene Erwartungen an uns selbst stellen. Angst zu haben ist normal und sie ist lebenswichtig. Sie kann uns beschützen und auf wichtige Dinge hinweisen, die im Argen sind. Nichts ist für uns Menschen natürlicher, als hin und wieder Angst zu haben. Angst ist ein Schutzreflex, der uns einfach innewohnt. Wenn wir uns hinsetzen und unserer Angst genau zuhören, erfahren wir möglicherweise viele interessante Dinge über uns selbst. Könnte es zum Beispiel sein, dass du Angst hast, vor Menschen zu reden, weil du merkst, dass genau das wichtig wäre, um deinem großen Ziel einen Schritt näher zu sein? Dann ist deine Angst in diesem Fall möglicherweise ein Wegweiser, genau dorthin zu gehen. Was ist dein großer Wunsch oder dein großes Ziel? Was könnte dir wichtiger sein als die Angst? Schließ Frieden mit dir und deinen Ängsten. Dann geht dein Wachstum erst so richtig los. Dann haben wir ja auch noch ein Zitat von Mark Twain, das ist auf der gegenüberliegenden Seite. Kann man kurz hier zeigen. Mut ist Widerstand gegen die Angst, Bewältigung von Angst, aber nicht Abwesenheit von Angst. Und das finde ich ganz cool, dass man das sogar wissenschaftlich nachweisen konnte. Aus der nächsten Seite haben wir eine sehr spannende Studie mal rausgesucht, die da wirklich das beleuchtet hat, treten Mut und Angst zusammen auf. Und das heißt, Mut entsteht beim Machen. Hast du das gewusst? Wer Mut zeigt, wird beinahe wie von selbst mutiger. Das haben Wissenschaftler anhand einer Studie gezeigt, bei der Menschen ihre Angst vor Schlangen überwinden sollten. Die Studienteilnehmer durften darüber entscheiden, wie dicht sie eine Schlange an sich heranlassen wollten, während ihre Gehirnaktivität gemessen wurde. Das erstaunliche Ergebnis: Je näher sie die Schlange trotz ihrer Angst bewusst an sich heranließen, desto stärker arbeiteten die Bereiche im Gehirn, die bei mutigem Handeln aktiv werden. Dadurch konnte die körperliche Angstreaktion abgeschwächt werden und sie konnten eine Handlung ausführen, vor der sie sich sehr fürchteten. Also gib deinen Ängsten nicht zu viel Raum. Wenn du trotz deiner Angst Mut zeigst, wirst du jedes Mal selbstbewusster und dein Mut wächst und wächst. Das fand ich ziemlich cool. Wir haben mittlerweile sogar hinten auf unserer Kommode eine Schlange stehen und wir haben ihr genau den Namen gegeben, den auch die Schlange aus dem Experiment von der Studie hatte. Die heißt nämlich Nachschon. Und immer wenn ich da dran vorbeigehe, dann erinnere ich mich jetzt an dieses Mut- und Angstexperiment. Super. Ich finde das insofern auch spannend, weil man wirklich merkt, in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, auf diese Sache zuzugehen oder sie auf mich zukommen zu lassen, in dem Moment werde ich mutiger. In dem Moment kommt tatsächlich diese Gehirnareale ins Spiel. Und das finde ich ist aber auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht andere konfrontiert und sagt, ich mache dich mutig, indem ich dich jetzt konfrontiere, sondern ich muss die Entscheidung treffen und sagen, ich fasse Mut und ich lasse das jetzt auf mich zu. Und dann merke ich, dass ich Stück für Stück tatsächlich mutiger werde. Ja, genau. Ja, wir wollen heute natürlich auch ein bisschen über euch reden. Ich war nämlich ein wenig stöbern auf eurer Website vanilla-mind.de und da habe ich einige interessante Dinge gesehen. Man kann sich beispielsweise ein Mutletter holen. Ist das quasi ein Newsletter, bei dem ihr Mut verschickt? Genau das ist es, ja. Ich war auch ganz, ganz froh, dass mir dieser Name eingefallen ist, weil ich Newsletter, es hat halt immer diesen Touch so, oh nein, jetzt schickt mir jemand Werbung halt, ne? Newsletter haben keinen besonders guten Ruf. Und deswegen wollte ich unbedingt dem einen anderen Namen geben, weil es wirklich im Kern, wir verschicken kein Newsletter im Sinne von ich schicke dir Werbung, sondern wir verschicken halt wirklich Mut. Also wir sprechen ja zum Beispiel auch in unserem Podcast immer wieder über Themen und Impulse, wie man im Alltag Selbstvertrauen üben kann, wie man zu sich selbst und den eigenen Werten stehen kann. Und solche Dinge teilen wir dann auch im Mutletter. Und ich mache zum Beispiel auch einmal im Monat extra so ein Mutletter mit Inspirationen, die mir jetzt in dem vergangenen Monat richtig gut getan haben und die ich dann auch nochmal weitergeben will. Es sind meistens so 3 Stück. Und da kriege ich auch immer total liebes Feedback für. Ja, super schön. Ihr gebt aber auch noch Kurse.
Und da lernt man zum Beispiel mit anderen ins Gespräch kommen, ohne dass es halt unangenehm wird, ganz entspannt und vor allem auch natürlich. Ihr zeigt da sozusagen Strategien. Was macht ihr denn genau? Also wie kann man sich diesen Kurs vorstellen? Also vielleicht das Einfachste ist erstmal zu verstehen, warum braucht man sowas? Wir haben festgestellt, und es ging mir so, ich bin seit ich 19 bin, bin ich selbstständig, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss auf Leute zugehen, irgendwie muss ich ja Kunden finden und so weiter. Von daher war ich sehr konfrontiert mit dieser Situation. Und ist immer das Klassische, was man ja hört, ist dann irgendwo, dass man sagt, ja, dann musst du auf irgendwelche Netzwerktreffen gehen und dann passiert da schon irgendwie was. Und ich habe das tatsächlich damals auch probiert, dass ich dann wirklich so in so lokale Gruppen reingegangen bin, lokale Veranstaltungen. Ich kam mir aber sehr verloren vor. Das heißt nicht, dass die Veranstaltung schlecht war, aber das heißt, dass ich einfach in meiner Persönlichkeit da irgendwie super schlecht aufgehoben gewesen bin, weil ich eigentlich auch nicht unbedingt was verkaufen wollte. Und wenn man es macht und wenn man versucht, das zu machen, dann fühlt sich so komisch und so unecht an. Das kann nicht das Richtige sein. So, das ist die Erfahrung, ich glaube, die viele machen, dass sie sagen, irgendwie das fühlt sich fake an, das ist einfach nicht das, was ich machen will und das funktioniert nicht. Jetzt kann man natürlich mit dieser Erfahrung im Hintergrund einfach stehen bleiben, sagen, ich packe das Thema beiseite, nie wieder. Dann bleibe ich halt bei meinen 5 Freunden, die ich schon seit der Schule irgendwie hatte und das war's. Oder ich möchte eben Leute auf eine Art und Weise kennenlernen, dass das zu mir passt, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier nicht irgendwie den Hampelmann machen und sobald ich durch die Tür bin, bin ich wieder ich. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen zu vermitteln, dass es eben weitaus mehr Wege gibt, Menschen kennenzulernen, auch auf eine persönliche Art und Weise, dass da eine menschliche Verbindung entsteht und nicht irgendwie Transaktion, ich will was von dir, willst du auch was von mir, super, dann haben wir für eine Stunde irgendwie ein Geschäft abgeschlossen. Das ist eigentlich, finde ich, das Schlimmste eigentlich, dass man das Gefühl haben kann und das führt ja auch dazu, dass ich dann irgendwie mich verkleide, versuche irgendwie was darzustellen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir Menschen haben gute Antennen. Wir kriegen mit, wenn da jemand vor mir steht, der irgendwie angespannt ist, irgendwas versucht zu vermitteln. Das stimmt ja nicht. Ich weiß zwar nicht was, aber lassen wir es mal lieber. Und das ist der Unterschied. Um das vielleicht greifbar zu machen, ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass man den Kontakt so aufbaut, dass man merkt, es geht hier um ein Gespräch und nicht um eine Transaktion. Das ist eine Sache, die ich von der Kopfpsychologie klarkriegen muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu dir gehen und sagen, Lea, ich möchte heute von dir interviewt werden. Machst du das bitte für mich klar? Das ist eine psychologische Sache. Die andere Sache ist, wie schaffen wir den Kontakt auf eine Art und Weise, dass wir uns beide damit wohlfühlen? Und eine Technik, die wir in dem Kurs beschreiben, ist, dass wir tatsächlich sagen, schreib die Leute doch einfach nur mal kurz an für das, was du an ihnen schätzt. Also sprich, wenn ich jetzt eine deiner Moderationen gesehen habe, ich kenne dich nicht, dann muss ich vielleicht den Mut in dem Moment aufbringen, zu sagen, Mensch, ich schreibe dir jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt reagiert, aber ich mache das jetzt mal, weil das hat mir so gut getan, dieses Interview, das war so toll. Ich werde dir das einfach mal schreiben. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich im Kopf überwinden muss und sagen, okay, ich habe Angst vielleicht vor Ablehnung. Und wenn da kein Feedback kommt, dann hat Lea mich abgelehnt. Ja, wahrscheinlich ist sie einfach nur so beschäftigt, aber ich habe Angst, abgelehnt zu werden. So, erster Schritt. Also das ist die Kopfpsychologie auch wieder in dem Moment, wo ich sage, ich gehe mal raus, ich sage jemandem mal was Nettes. Ja. Und wenn der andere auch was sagt, Mensch, ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Und dann gucke ich vielleicht nach der nächsten Gelegenheit, wo ich sage, vielleicht kann ich dir wieder was Nettes irgendwo sagen oder ich habe was Interessantes für dich gefunden, einen neuen Interviewpartner. Und dann merkst du auf einmal, Mensch, das ist ein Mensch, der hat echt an mir Interesse. Der will jetzt nicht nur irgendwas von mir, sondern der will auch mir helfen, der achtet auf mich, der nimmt mich wahr. Und dann kommt man Stück für Stück an einen Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht können wir mal für 10 Minuten telefonieren oder mittlerweile ist es ja für viele auch kein Problem, zu sagen, lass mal für 10, 15 Minuten zoomen. Ja. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann steht Stück für Stück eine menschliche Brücke zwischen uns beiden. Und dann kann man auch sagen, okay, es hört sich gut angefühlt. Ja, was ist das letztendlich? Wir haben Netzwerken betrieben, aber auf eine völlig authentische Art und Weise, dass es sich gar nicht so anfühlt. Genau, die Hürde ist dann viel, viel, viel niedriger, ne? Als wenn man schon die ganze Zeit vorher denkt, oh nein, ich muss mich jetzt hier irgendwie toll darstellen oder oh, wie mache ich jetzt meinen Elevator-Pitch oder oh nein, es ist halt sehr krampfig alles dann. Mhm. Und letzten Endes das, was wir da machen, ist eigentlich die Erfahrung von 20 Berufsjahren privat auch. Wow. Echt Hammer. Wem würdet ihr denn diesen Kurs besonders empfehlen? Gerade Menschen, die sagen, boah, ich hasse Smalltalk. Also, wenn das typische Argument kommt, ich hasse Smalltalk, ich möchte eigentlich mit den Menschen über spannende Sachen reden und nicht darüber, was auf dem Buffet alles liegt bei dieser Veranstaltung. Oder ich möchte nicht die ganze Zeit beim Wetter bleiben, sondern ich möchte Menschen wirklich
tolle Fragen stellen und wissen, was sie wirklich zum Ticken bringt. Wie stelle ich das an, ohne dass es die ganze Zeit nur bei Geplänkel bleibt halt, ne? Das ist so die Zielgruppe, die wir haben. Ich zähle mich da auch selber mit rein. Also ich fand Smalltalk früher einfach immer furchtbar, bis ich verstanden habe, hey, das ist nur ein Sprungbrett. Du willst eigentlich nur diesen Smalltalk machen, damit du eigentlich über die schönen Dinge reden kannst, die uns beide bewegen und zu schauen, ob wir eine Chemie haben. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der mir auch dadurch klar geworden ist, ist ein ganz einfacher Satz. Niemand hat uns beigebracht, wie wir andere Menschen kennenlernen. Also wir lernen alles in der Schule, wir lernen alles auch im Studium, aber wirklich so ein Punkt, wo du sagst, das sollte man eigentlich von Anfang an Menschen beibringen, wie kann ich mit anderen umgehen? Mit Glück haben das meine Eltern oder meine Freunde drauf gehabt, dann gucke ich mir das so ein bisschen ab. Aber faktisch muss man sagen, niemand hat mir beigebracht, wie das geht. Deswegen kann ich es nicht. Also es ist auch kein Grund, sich zu schämen. So, ja, nö, habe ich nicht gelernt. Das ist der Weg dahin. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich oft merke, dass es viele Menschen mit sozialen Hemmungen gibt, die super lieb sind und nett sind, aber die wissen sich einfach nicht zu helfen in der Situation. Und deswegen, also ich denke mal, wer sich da jetzt irgendwie wiederfindet in diesem Gedanken, für den ist das tatsächlich was, wo man sagt, wow, kann man sich mal angucken. Genau. Ja, wenn Sie sich da draußen jetzt angesprochen fühlen, einfach mal auf der Website vorbeischauen. Ich habe da nämlich auch entdeckt, beziehungsweise ist eigentlich kein Geheimnis, ich habe das nicht da entdeckt, aber ihr redet auch auf eurer Website über euren Podcast Still und Stark. Den macht ihr beide zusammen. Worum geht es denn so prinzipiell und wo kann man den hören? Genau, bei Still und Stark geht es eigentlich so um die Kernmessage, Erfolg muss nicht laut sein. Also eigentlich ist es ein Business-Podcast, aber von einer ganz anderen Sorte. Ne? Also bei uns geht es nicht darum, jetzt irgendwie schneller, höher, weiter dieses Mindset da irgendwie noch weiter zu füttern, sondern es geht eigentlich mehr darum, herauszufinden, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Stärken und wie kann ich die zeigen und anderen damit dienen. Und das ist, finde ich, einfach ein sehr, sehr schöner Gedanke, ein schöneres Miteinander einfach auch zu haben, gerade im Business-Bereich, wo ganz häufig auch so die Schwelle zur toxischen Professionalität ist, dass alle sich nur noch steif verhalten, sich keiner mehr authentisch fühlt und man eigentlich auch gar nicht richtig zusammenkommt. Und solche Themen besprechen wir da ganz, ganz häufig. Und hören kann man den Podcast tatsächlich auf allen gängigen Plattformen, ne? Bei Apple, bei Spotify, in unserem Webplayer übrigens auch, wenn man keine von den Plattformen hat, Google, ich glaube, bei Amazon Podcast auch, ne? Mhm. Und dieser, also es gibt Auswahl. Einfach nach Still und Stark Podcast genau. Suchen, also sich für Podcast buchen oder zu packen, dann findet man es aber auch. Ja, angefangen hat das eigentlich so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, Melina ist sehr, sehr gut im Schreiben, aber Schreiben ist nicht meine Welt. Und für uns war dann so die Überlegung, wie finden wir denn jetzt irgendwas, was wir zusammen auch machen können? Und da sind wir halt zu dem Schluss gekommen, ich habe vor... Na, mittlerweile sind es 14, 15 Jahre, habe ich den ersten Podcast mit einem Kollegen gemacht. Und das hatte mir damals gut gefallen, aber das ist halt so weit weg gewesen von dem, wie heute Podcasts auch gehört werden, dass das tatsächlich eingeschlafen ist. Aber da war für mich die Gelegenheit, ich sage, Mensch, Melina, lass uns doch einfach drüber reden, weil reden kann ich und reden mag ich auch gerne. Und reden ist halt auch das, wo ich neue Gedanken finde. Das ist halt mein Medium, bin Ohrenmensch. Und von daher haben wir darüber angefangen, erstmal so ein bisschen über uns zu reden, von unserer Position aus angefangen. Und uns ist die Folge 1 und mittlerweile sind wir halt an so einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, jetzt ist diese Ausrichtung auch eher, wie können wir anderen eben auch in anderen Bereichen helfen, nicht nur im Bereich Introversion, sondern eben auch, wie geht man überhaupt auf andere Menschen besser zu. Und das ist für mich, glaube ich, ein ganz großer Punkt heutzutage. Es gibt die Grenze zwischen Privatleben und Berufsleben ist wesentlich mehr verwischt. Also es ist nicht so, ich sage, ich gehe aus der Tür raus und bin ich ein anderer Mensch, sondern wir suchen halt viel mehr nach Integration von dem, was wir privat als wertvoll empfinden. Stichwort Homeoffice, wo ich sage, ich möchte mein Leben einteilen können und ich möchte nicht mein ganzes Leben, die schönen Sonnenstunden zum Beispiel, immer nur dem Job opfern. Und von daher sprechen wir halt viel auch aus dem Privaten, aus dem Mindset heraus, dass wir dann auch ins Berufsleben mit reinbringen. Und von daher ist die Grenzen sind verwischt und ich denke, das ist aber auch hilfreich, weil man dadurch sich ganzheitlicher auch fühlen kann. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zum letzten Leseabschnitt kommen, wollte ich euch noch was aus dem Chat vorlesen. Der Chat findet es generell super interessant und viele sagen, ja, ich hasse auch Smalltalk. Musste ich sehr lachen, weil ich denke, dass sich da viele mit identifizieren können. Melina, für dich kam noch die Frage rein, woher ist denn dein tolles T-Shirt?
Frage kommt. Schön, dass du fragst. Das habe ich selber gestaltet und ich habe mir auch angewöhnt, das immer zu solchen Anlässen zu tragen. Ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das auch was. Ich fühle mich dann selbstsicherer, keine Ahnung. Jedenfalls, das kann man auch bei uns auf der Website kaufen. Also wer Vanilla Mind einfach googelt, über unsere Seite findet man dann auch unseren Shop. Da gibt es dieses T-Shirt. Es gibt auch noch eins mit, ich würde jetzt lieber schlafen. Die beiden. Das hatte ich gestern Abend. Sehr passend. Ja, wir schauen uns jetzt den Mut-Tipp von Ilka an. Visualisiere genau. Deinen Mut. Ich. Ja, genau. Genau, also erstmal habe ich Ilka natürlich gefragt, ne, was bedeutet es für dich, mutig zu sein? Und sie sagt, früher dachte ich, dass mutige Menschen keine Angst haben. Heute weiß ich, dass Angst völlig normal ist und gar nicht auszuschließen. Mutige Menschen handeln einfach trotzdem. Und je häufiger sie das tun, desto weniger Angst empfinden sie dabei. Fand ich schön, dass sie das auch nochmal so aus ihrer eigenen Erfahrung bestätigt hat. Und sie gibt jetzt den persönlichen Mutmach-Tipp: Bau dir dein Mut-Ich. Als ich noch sehr schüchtern war und daran etwas ändern wollte, habe ich mir die Mut-Ilka erschaffen. Dafür stellst du dir genau vor, wie du wärst, wenn du alles frei entscheiden könntest. In meinem Fall war die Schüchternheit irgendwann weg. Saß ich dann mit anderen in einem Raum und habe den Mund mal wieder nicht aufbekommen, habe ich im Kopf genau visualisiert, wie Mut-Ilka mit den Leuten redet. Dann war es ja quasi schon geschehen und es fiel mir wesentlich leichter, mit anderen zu kommunizieren. Schöner Nebeneffekt dieser Übung: Du wirst einige Eigenschaften bemerken, die du bereits hast und die dein Mut-Ich auch behalten soll. Dann siehst du mal, wie gut du schon bist. Bedenke immer, dass niemand perfekt ist und konzentriere dich auf deine Stärken. Das finde ich eine total coole Übung, weil dieses Visualisieren auch ganz mächtig sein kann. Also unser Gehirn kann ja ohnehin nicht so wirklich unterscheiden, ob das, also zum Beispiel wenn wir träumen, ne? Also der Traum fühlt sich zum Beispiel so unglaublich real an, das Gehirn kann das gar nicht unterscheiden, dass das jetzt gerade gar nicht real ist. Und deswegen sind Visualisierungsübungen total super, weil du das dann quasi gefühlsmäßig einfach schon mal durchwandert bist und es in dem Moment dann auch vielleicht leichter mit dem Mut wird. Und das ist dann auch die darauffolgende Übung, dass man sich sein Mut-Ich wirklich mal ausmalen soll und sich genau vorstellt, wie man wäre, wenn die Angst nicht da wäre. Ja, ich habe da auch tatsächlich was zu gemalt. Ich habe eine Super-Lea gemalt. Kann man das sehen? Wie cool. Ja, mit Umhang. Ja, viel. Ja, und da habe ich mir dann natürlich auch überlegt, ne, was kann ich in dem Moment? Und ich kann euch jetzt einmal vorlesen, was ich mir dazu noch geschrieben habe. Gerne. Die Super-Lea, die macht einfach, die traut sich, die reflektiert danach und nicht erst davor die ganze Zeit. Und vor allem, sie fährt Auto wie eine Eins. Das würde ich mir, glaube ich, auch mal mit aufschreiben. Das mit dem Autofahren, das ist auch so eine Sache bei mir. Ja, ja, ich cool. Fand das sehr schön, weil ich diese Übung tatsächlich auch aus dem psychologischen Bereich schon kannte. Deswegen fiel mir das persönlich sehr leicht, mein persönliches Mut-Ich zu erschaffen. Aber ich finde, das ist auch für Sie zu Hause eine tolle Übung, die man einfach mal machen kann, sich hinsetzen mit einem Stift und einem Blatt Papier oder eben mit dem Buch. Was ich jetzt aber auch noch auf jeden Fall mit euch besprechen wollte, ich habe auf eurer Website nämlich einen Test gesehen. Da kann man herausfinden, wie introvertiert man ist. Und man muss einfach nur Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt 20 Fragen und ich habe 12 davon mit Ja beantwortet. Das hat mich doch sehr verwundert, weil ich mich eher für einen sehr extrovertierten Menschen halte. Was kam denn bei euch raus, als ihr den Test gemacht habt? Also bei mir kam auf jeden Fall auch raus, dass ich sehr introvertiert bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele von den 20 bei mir nachher zutreffend waren. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es bei dir, es ist ja relativ in der Mitte dann gewesen sogar, ne? 12 von 20. Das nennt man dann ja auch ambivertiert, ne? Wenn du sagst so, ja, ich bin auf diesem großen Spektrum, bin ich irgendwo in der Mitte und ich mag eigentlich beides. Also mir gibt das Kraft, wenn ich in einer Gruppe bin unter meinen Leuten und mir gibt das auch Kraft, wenn ich für mich bin. Also das ist eigentlich sogar relativ häufig, ne? Weil es ja wie gesagt Spektrum ist und es sind ja keine zwei Schubladen, in die fällt dann jeder so rein und dann so plopp und dann passt das schon. Deswegen, das kann ich mir gut vorstellen. Und introvertiert ist ja wie gesagt auch mehr als, das ist ein stiller Mensch, ne? Das geht ja wie gesagt wirklich nur darum, wie ist dein Energiehaushalt, wie ist diese, was du gesagt hast, Dopaminempfindlichkeit. Ja. Ach, das heißt noch lange nicht, ne, dass man nicht gerne unter Menschen ist, dass man nicht gerne aktiv ist oder so. Mhm.
Ich glaube, wenn du das ansprichst, ich finde das ja auch immer interessant, weil wenn man dich jetzt sieht, wird man wahrscheinlich auch denken, Mensch, die rockt das die ganze Zeit und die macht nichts anderes. Aber ich denke, das ist, glaube ich, auch das, was man auch sehen muss, dass jemand, der vielleicht sich als still bezeichnet, durchaus auch Bedürfnis hat, gesehen zu werden. Und das kostet den Mut, aber es ist ihm wichtig halt. Nur das denke ich mir, ist ja bei dir ja auch so, du sagst, du willst trotzdem gesehen werden, aber es spielt nicht so die Rolle, ob du dich jetzt dabei großartig jedes Mal fühlst, aber es ist dir wichtig halt. Und das merkt man. Und ich denke, das geht vielen so, dass sie ja Bedürfnisse haben, die sie Mut kosten zu stillen halt. Und Ja. dafür muss man manchmal sich selber irgendwie anschieben und sagen, okay, heute mache ich das jetzt, weil es ist mir wichtig, es ist ein Herzensanliegen für mich. Ja, super wichtiger Punkt, ne? Nur weil man sagt, man steht nicht gerne zum Beispiel im Rampenlicht und man steht nicht so gerne vor vielen Leuten oder so, heißt es das nicht, dass man nicht den Wunsch hat, irgendwie beachtet zu werden und sich wie ein Fußabtreter behandeln lässt, ne? Also das sind ja, ist ja ein himmelweiter Unterschied. Jeder möchte gesehen und verstanden werden als die Person, die er ist. Ja, interessant finde ich, es gibt auch total berühmte Leute, die eigentlich introvertiert sind, wo man sagt, die stehen auf der Bühne, wie können die nur? Das Interessante ist, mir geht das teils auch so. Ich sage irgendwie, ich hasse es, in einem großen Raum mit vielen Leuten zu sein. Auf der Bühne stehen finde ich aber toll, weil da habe ich Kontrolle über die Situation. Also von daher muss man manchmal auch so ein bisschen in sich reingehen, nicht einfach nur pauschal sagen, ah, oh, ich bin introvertiert, ich bin extrovertiert. Erstens, wie gesagt, eine Skala. Und das andere ist eben auch, wo fühle ich mich denn wohl und warum? Und das ist tatsächlich, man sagt, ein Moment der Reflexion zu sagen, okay, war mir gar nicht so bewusst, dass ich vielleicht extrovertierter bin, als ich dachte, oder eben doch introvertierter. Und von daher ist das eigentlich immer ein netter Denkanstoß zu sagen, machst du mal so einen Test und guckst mal, in welche Richtung tendiere ich und warum ist das überhaupt so? Genau. Genau. Machen Sie gerne da draußen auch mal den Test. Wir sind da sehr gespannt, was bei rauskommt. Ich würde von euch jetzt gerne noch, bevor wir gleich zu den Buchtipps kommen, wissen, was denn so eure nächsten Projekte sind. Also, was habt ihr mit Vanilla Mind noch alles vor? Also ich mache gerade den nächsten Kurs, sitze ich gerade dran. Schon ganz lange und ich glaube, es wird auch noch eine Weile dauern, weil ich ganz, ganz, ganz viel Recherche noch mache. Und ganz viele, also ich hab so viele Ideen und ich muss gerade erstmal Herrin über die Lage werden und gucken, was soll überhaupt rein. Aber ich habe wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt und ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass es sehr viele berühren und abholen wird, weil ich das schon. Also das ist, die Idee kam mir natürlich auch, weil wir mit so vielen Menschen gesprochen haben, die gesagt haben, hier, ich möchte eigentlich gerne mit anderen mehr in Kontakt kommen und ich möchte eigentlich gerne mehr aus mir rauskommen, aber irgendwie fühle ich mich nie als ich selbst und da sitzen wir gerade an etwas unter dem Motto still und stark. Ja, das ist das nächste Projekt. Und ansonsten haben wir auch immer den Podcast, wo wir tatsächlich auch Genau. sagen, okay, wir suchen jetzt natürlich auch immer wieder nach neuen Themen. Und das ist auch eine Sache, die wir eigentlich auch gerne noch größer machen wollen, weil es einfach für uns sehr, sehr wichtig ist, eben auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und da ist der Podcast natürlich auch ein schönes Medium für, wo man sagt, man kann auch jemand reinholen, ins Interview bringen. Wir haben jetzt, glaube ich, am nächsten Montag, Montag haben wir jetzt Martin Montag, ne? Werle dabei mit seinem neuen Buch. Also das ist für uns eine schöne Sache, Menschen auch kennenzulernen. Und da merkt man auch wieder, das ist nicht nur Selbstzweck, sondern es ist tatsächlich, wo man auch mit anderen ins Gespräch kommen kann halt. Ne? Und man lernt selber dazu. Ne? Ich denke, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Du sagst, hey, du moderierst mit Leuten und lernst Leute kennen, die du selber vielleicht sonst nicht so treffen würdest halt. Ne? Also immer sehr spannend dadurch auch für uns. Genau. Ja, und zu den Projekten, die noch so ein bisschen bei uns in den Schubladen liegen, das erfährt man dann auch im Podcast immer zeitnah, wenn wir darüber mehr sagen dürfen. Ich war jetzt sehr vage. Das liegt daran, dass ich einfach noch nicht so weit im Prozess bin, Ja, aber klar. wenn wir weiter sind, dann gibt es das auch immer im Podcast zu hören. Ja, und wenn man dann noch mehr Mutmach-Tipps braucht, habe ich auch noch hier die Karten von euch, die Be Brave. Das sind 50 Mutmacher. Ich kann die auch mal aufmachen, damit man mal reingucken kann. Auch schon ein wenig gestöbert. Bei mir sind die ein bisschen durcheinander, weil ich die, wie gesagt, schon ein bisschen angeschaut habe. Aber da stehen dann eben auch so Tipps und Ratschläge drauf. Wenn du Fehler machst, bedeutet das, dass du draußen bist und etwas tust. Die fand ich ganz schön, vor allem, weil ich mir dann gesagt habe, ich ziehe jeden Tag meine Karte und gucke mal, was draufsteht und versuche diesen Impuls dann aufzugreifen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man sich da weiter auch ins Thema reinlesen möchte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu euren Buchtipps. Ihr habt uns ein paar Bücher rausgesucht. Stellt ihr doch Ja, gerne sehr mal gerne. vor. Ich war vor allem sehr happy über den Autor, den Melina rausgesucht hat, weil ich den auch gerne lese. Ja, soll ich direkt mal anfangen? Ja, sehr gerne, ja.
Ja, wie der Zufall es will, sind beide meine Buchtipps vom Matt Haig. Ich bin gerade in einer Matt Haig-Fanphase. Und das erste Buch von ihm, das ist ein Roman. Der ist, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren erschienen. Jedenfalls, es heißt Ich und die Menschen. Und es ist echt total liebevoll und nett gemacht. Also es geht darum, dass ein Wesen von höherer Intelligenz, also ein Alien, auf die Erde kommt und das hat dann alles aus die ganze Menschheit quasi beurteilt. Also es geht ums Menschsein, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und dieses Alien denkt sich halt so, naja, die Menschen, oh, was für eine Spezies ist das denn? So gewalttätig und so übermäßig ehrgeizig, was die alles machen. Das ist ja grausam. Aber andererseits, die haben die Erdnussbutter erfunden. So schlimm können sie ja dann doch nicht sein. Und es ist halt wirklich total niedlich. Und davon handelt halt dieser Roman einfach, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein. Das fand ich sehr, sehr schön. Und der zweite Buchtipp ist auch von Matt Haig, das Comfort Book. Und das ist kein Roman, das ist völlig anders aufgebaut als das andere Buch. Das ist eigentlich eher so eine lose Gedankensammlung von ihm. Das heißt auch Gedanken, die mir Hoffnung machen. Und er hat einfach ganz viel da drin gesammelt für Lebenssituationen, in denen man gerade nicht weiß, wo oben und wo unten ist, wo man das Gefühl hat, man steckt in so einem Tal fest und man weiß jetzt gerade gar nicht, wie es weitergeht und braucht einfach ein paar aufmunternde Worte. Und da hat er einfach ganz viele Sachen gesammelt, die ihm persönlich gut tun. Nicht nur Texte, die er selber geschrieben hat, sondern auch Gedichte und Gedanken, die er bei anderen gut fand. Genau, da stöber ich mich gerade so durch. Timon, du hast auch noch ein bisschen was, genau. Ja, das eine, vielleicht kann man das Bild auch dazu einblenden, es ist die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll. Die fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe das letztes Jahr, das sind vielleicht bei 420 Tagen oder so, wo ich so ein Bullet Journal schon führe, habe ich angefangen, weil ich das Gefühl hatte, hey, die Tage sind irgendwie alle ziemlich gleich. Und wie soll ich es unterscheiden, wenn ich nicht irgendwo festhalte, was passiert? Weil nicht jeder Tag ist gleich, aber manchmal kommt es einem so vor. Und manchmal mag es einem auch sehr, sehr trostlos vorkommen. Das Interessante ist, warum ich auch so fasziniert war von dem Buch, ist eigentlich die eigene Geschichte, die der Ryder hinter sich hatte. Weil er sagte, naja, er litt an einer Form von ADS oder ADHS. Ich bin nicht in der Sache ganz genau drin, aber jedenfalls sagt er, also einfach, er hatte Probleme mit seiner Aufmerksamkeit, sagen wir es mal einfach so. Und ein super lieber Mensch, aber total zerstreut und schwer für ihn zu reflektieren. Und mit der Bullet Journal Methode hat er eigentlich für sich einen Weg gefunden, seine Gedanken zu ordnen und produktiv auch zu sein. Also ist auch ein Kreativer und wie wir. Und das war für ihn der Weg, tatsächlich auch produktiv zu werden und sogar anderen helfen zu können damit. Und das finde ich faszinierend. Man löst eigentlich nur ein Problem für sich und irgendwann ist man so weit, dass man sagt, hey, mit so einem Bullet Journal kann ich anderen auch helfen. Und das Schöne finde ich an dieser Methode, es ist nicht ein Regelwerk, das befolgt werden muss. Man sagt, nee, es sind einzelne Elemente und ich nehme raus, was mir gut tut, was für mich funktioniert, adaptiere das auf mein Leben und habe dadurch etwas für mich. Und das ist für mich eine große Reflexionshilfe gewesen. Man sagt, ich will kein Tagebuch führen, ich will liebes Tagebuch, heute habe ich bla bla bla. Das ist mir zu doof, dafür habe ich auch vor allem nicht die Zeit und ich weiß auch nicht, was ich schreiben soll. Aber dieses Bullet Journal sagt einem einfach, hey, mach das wirklich stichpunktartig. Du kannst auch Dinge, die du planen musst, mit reinpacken. Also wenn ich jetzt merke, Mensch, ich muss Lea nachher noch eine E-Mail schreiben, dann mache ich da nur einen kleinen Punkt, Lea eine E-Mail schreiben, zack, habe ich es in meinem Bullet Journal drin. Und das gibt mir auch das Gefühl, einen Überblick über mein Leben zu haben. Weil ich denke, ganz viele Menschen haben auch einfach das Gefühl, ich kriege keine Kontrolle über mein Leben oder es sind so viele Dinge und was ist wichtig und was ist nicht. Und das einfach nicht in einem digitalen Gerät zu haben, sondern so, ich habe es hier auf Papier. Und wenn das erledigt ist, streiche ich es durch. Und wenn es nicht wichtig ist, dann streiche ich es ganz raus und dann mache ich es nicht. Ich habe immer wieder Momente der Reflexion dadurch. Und das ist eine ganz tolle Sache für mich, auch weil das eben auch in seiner Geschichte verpackt. Also es ist nicht nur einfach eine Anleitung, wie man so etwas führen kann. Das zweite Buch, das habe ich sogar hier, das ist von Austin Kleon. Das haben wir auch mal in unserem Podcast besprochen. Das heißt, gib nicht auf. Und das sind auch wieder so kurze, kleine Gedanken, wo er in kurzen, in ein, zwei Seiten Gedanken auf den Punkt bringt. Ich nehme mal hier so ein Zitat hier, wie man überlebt. Such dir etwas, erstens, was dich inspiriert. Zweitens, mach daraus einen Job, der dich wortwörtlich am Leben hält. Drittens, ups, sofort zurück zu Punkt 1. Also es sind so kleine Sachen, wo man sagt, boah, das hilft mir eben nicht aufzugeben. Er hat zum Beispiel einen Punkt gebracht, den ich sehr gut finde, ist, lass Früchte vom Baum fallen und lass sie verrotten. Das versteht man erstmal gar nicht, ne? Versteht man erstmal nicht, was das bedeutet. Aber wenn man merkt,
jede Frucht ist so eine Möglichkeit. Hier könnte ich noch was machen, da könnte ich noch was machen. Und dann diese Ruhe zu haben, sagen, nee, weißt du was, ich lasse hier ein paar Sachen einfach fallen. Lass das, ich muss nicht jede Gelegenheit ergreifen, ich muss nicht auf jeder Party mittanzen, um irgendwie mein Leben leben zu können. Das hat mir sehr geholfen, auch Gelegenheiten vorbeiziehen zu lassen und nicht eben zu versuchen, oder dieses Gefühl von Hektik, von innerer Unruhe aufkommen zu lassen. Ich verpasse jetzt irgendwas. Ich muss überall dabei sein. Ja. Ja. Also von daher ein sehr, sehr schönes Buch. Ja, das New York Times Bestseller übrigens. Also vielen, vielen Dank für eure Buchtipps und für dieses wahnsinnig tolle Gespräch, Melina und Timon. Ich fand, es war eine absolut schöne Runde und ich bin jetzt auch so voll motiviert und voller Energie. Also man merkt das total, wenn man mit euch redet oder euch zuhört, wie viel ihr auch weitergebt. Also vielen Dank dafür nochmal. Ja, Dankeschön. Dir vielen Dank, dass wir hier mit dir sein durften. Du hast das sehr, sehr schön für uns auch ein leicht gemachtes Leben. Ja, das war ein total tolles Gespräch. Vielen Dank. Das freut mich. Ja, damit kommen wir leider auch schon so zum Ende. Trau dich, Mut steht dir, können Sie natürlich online bei Weltbild und auch in den Filialen erwerben. Ich hoffe, Sie da draußen hatten einen schönen späten Nachmittag und konnten genau wie ich heute nochmal richtig viel mitnehmen. Ja, am 23.09. geht es dann weiter mit meiner Kollegin Franziska Kurz. Die wird mit Barbara Kuhnrath reden über den Titel Wir für uns. Es geht um Schicksalsbegegnungen, das Leben von zwei Frauen. Klingt auf jeden Fall schon sehr interessant. Schalten Sie da gerne rein. Und ihr beiden, wo findet man euch denn sonst noch überall im Internet? Ansonsten auch gerne auf Instagram, vanillameint.de in einem Rutsch durch. Da kann man mich natürlich auch sehr gerne persönlich anschreiben. Ich antworte in der Regel auch auf alle Nachrichten. Sehr gerne da mal Hallo sagen. Super. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.